Grüezi miteinander. Im ersten Teil dieser Miniserie ging es um den normalen bzw. um den gesunden Narzissmus. Um das nochmals kurz zusammenzufassen, es gibt Entwicklungsphasen in der Kindheit, Jugend und Adoleszenz, in welchen narzisstisches Verhalten zeitweise normal und wichtig ist. Den gesunden Narzissmus als Begriff möchte ich in Frage stellen. Das ist sowas wie ein weißer Rappen. Ein schwarzer Schimmel, ein rundes Dreieck oder eine haarige Glatze. Die Begriffe gesund und Narzissmus passen einfach nicht zusammen. Hört ihr dazu doch einfach nochmals den ersten Teil dieser Miniserie an. In diesem zweiten Teil geht es jetzt um den gutartigen Narzissmus und den gibt es tatsächlich. Es handelt sich dabei um eine mildere Form des Narzissmus, bei der sich aber genauso das altbekannte narzisstische Symptom zeigt, sich in den Mittelpunkt zu drängen, um Aufmerksamkeit und Bewunderung zu bekommen. Das machen die einen eher auffällig, plump, die anderen machen das eher unauffällig. Das ist wiederum verschieden. Was dieser gutartige Narzisst allerdings nicht zeigt, ist das bösartige Verhalten anderen gegenüber. Er ist auch viel weniger manipulativ. Er entwertet andere weniger. Manchmal auch gar nicht, im Gegenteil. Oft ist es so, dass dies die geborenen Partylöwen sind. Wenn unser gutartiger Narzisst zugegen ist, peppt das die ganze Situation auf. Mit Charme, Witz, einer kleinen Stand-up-Comedy-Einlage, einer überraschenden Wendung, einer riesen Schachtel voller bunter Donuts, einer spontanen Lokalrunde, einem tollen Vorschlag für ein gemeinsames Spiel, ist er es oder ist sie es, die dem sozialen Zusammensein Schwung gibt, die gute Laune fördert, sogar das Wir-Gefühl stärken kann. Aber auch der milde Narzisst leidet unter der Wunde des nicht genügend wahrgenommen worden Seins. Der Wunde des Nichtgenügens in der Kindheit. Er hat gelernt, dass es ihm besser geht, wenn es schön gesellig, lustig, verspielt, nicht allzu ernst, zu und her geht. Er übt sich ständig darin, seine eigene Laune und die von anderen oben zu halten. Wenn es nämlich lustig und vergnüglich ist, sind die schlechten Gefühle, der innere Schmerz, die innere Leere nicht spürbar. Das Tief kommt oft, wenn der gutartige Narzisst oder die milde Narzisstin alleine sind. Deshalb vermeiden sie es auch oft, alleine zu sein. Sie brauchen Menschen um sich herum, die sie davon bewahren, sich mit sich selbst, ihrem inneren Schmerz, der ihren inneren Leere auseinandersetzen zu müssen. Der milde Narzisst braucht und missbraucht, und jetzt kommen wir zum Missbrauch, den anderen dazu, ihn von seiner inneren Wunde abzulenken. Das Gegenüber des milden Narzissten ist der Ablenker, das Trostpflaster, der da ist, damit er nicht alleine mit seiner Wunde sein muss, der unserem milden Narzissten ein gutes Gefühl gibt. Jetzt liegt ja schon auf der Hand, was in der Beziehung zu einem solchen Menschen fehlt. Es ist die Tiefe. Im antiken Griechenland standen an einem Tor des Orakels in Delphi die Worte »Erkenne dich selbst«. Nach wie vor sind dies weise Worte. »Erkenne dich selbst« bedeutet, ich lerne mich immer besser selbst kennen. Ich lerne meine Bedürfnisse, meine Fähigkeiten und Fertigkeiten kennen. Ich lerne mich schätzen. Ich lerne mich selbst zu beobachten. Ich lerne mich selbst wohlwollend, konstruktiv wahrzunehmen und innerlich in all meinen Zuständen zu begleiten. Dann lerne ich meine Abgründe kennen. Ich lerne meinen Schmerz kennen. Ich entwickle die Ich-Stärke, um mich um diesen Schmerz zu kümmern, andere an diesen Schmerz heranzulassen, ihn auf eine Art und Weise mitzuteilen, dass das Gegenüber nicht verletzt wird und der Schmerz mit der Zeit verarbeitet werden kann. Ich sehe, was ich alles gelernt habe und erkenne, was ich davon anderen zur Verfügung stellen kann, um meine soziale Verantwortung wahrzunehmen. Ich erkenne mein Bedürfnis, auch für andere da zu sein. Ich erkenne meine Fähigkeit, nicht nur zum Nehmen, sondern auch zum Geben. In diesem Selbsterkennungsprozess lerne ich auch meine assertiven, meine selbstbehauptenden, meine zerstörerischen Impulse kennen. Auch diese kann ich mir bewusst machen und im Notfall habe ich den Mut, diese bewusst einzusetzen, um mich oder andere zu schützen, nicht jedoch, um die damit einhergehende Macht zu missbrauchen. Dieser Prozess
Da kommt uns ja auch wieder die Entwicklung der Big Five in den Sinn. Hört nie auf. Zu den Big Five, schau dir doch den ersten Teil dieser Miniserie an. Dieser Prozess führt uns in immer weitere Dimensionen der Menschwerdung, des sozialen Bewusstseins, der Erkenntnis von Zusammenhängen. Und darum geht es ja auch in unserer lebenslangen Entwicklung. Dieser Prozess führt in die Tiefe der Erlebnis-, Wahrnehmens-, Empfindungs- und Kommunikationsfähigkeit. Dieser Prozess führt dazu, dass wir immer mehr fähig werden, tiefe Beziehungen in Verbundenheit zu führen. Wenn ich jedoch Angst vor meinem Inneren habe, und das hat der milde Narzisst, so ist das schwierig mit der Selbsterkenntnis. Dann stockt dieser Prozess. Man muss sich ständig im Außen orientieren. Wenn die eigene Tiefe nicht ausgelotet werden kann, so ist auch Beziehungstiefe schier unmöglich. Diese Menschen sind lustig, umgänglich, freundlich, aber bleiben in ihrer Kommunikation, in ihrer Beziehungsführung oft sehr oberflächlich. Am Anfang einer Beziehung sind diese Menschen sehr angenehm, aber mit der Zeit beschleicht die Partnerin oder den Partner vielleicht ein schales Gefühl. Wenn die Verliebtheit nachlässt und sich die Verbundenheit der Liebe einstellen sollte, fragt man sich vielleicht ernüchtert, war das alles? Dabei können diese Menschen sehr spannend sein, denn sie wissen oft über alles Mögliche Bescheid. Man kann mit ihnen durchaus fachsimpeln, über Kultur oder Politik reden, aber in einer Beziehung ist nicht nur die Frage spannend, was denkst du darüber, sondern wir wollen unseren Liebsten, unsere Liebste fragen dürfen, was empfindest du dabei? Was ist denn das für dich? Was bedeutet das für dich? Dann wird es oft schwierig für den milden Narzissten. Da wird man dann unter Umständen mit ein paar Floskeln abgespeist und das nächste Spiel wird hervorgeholt oder die nächste tolle Unternehmung vorgeschlagen. Gutartige Narzisstinnen und Narzissten sind auf eigenartige Weise distanziert, auch wenn sie nett und freundlich sind. Die Ecken und Kanten fehlen. Sie zeigen ihre Emotionen nicht. Sie scheinen alles gleichmütig mit Humor zu nehmen und mit einem Spruch abtun zu können. Versucht man tiefer zu gehen, an sie heranzukommen, wird das Gespräch vielleicht plötzlich ins Floskelhafte oder Witzelnde gezogen. Das Wesentliche fehlt, die Möglichkeit der Verbundenheit. Es ist, als ob man neben diesem Menschen stehen würde, die Berührungsmöglichkeit jedoch fehlt. Der vertiefte Kontakt, und das ist emotionale Berührung, scheint nicht möglich zu sein. Vielleicht ist da eine verbale Verbindlichkeit, dass der Partner oder die Partnerin sagt, ich stehe zu dir, du bist mir wichtig, es ist mir wichtig, was in dir vorgeht, ich möchte mich dir mitteilen. Aber es fühlt sich nicht wie Verbundenheit an. Oft fühlt man sich neben einem solchen Partner alleine, im Stich gelassen und weiß gar nicht weshalb. Der Missbrauch ist hier also nicht ein bösartiger, sondern dass der Partner aus unbewusster Angst vor dem eigenen Inneren die Verbundenheit zu den eigenen Emotionen vermeidet. So dümpelt die Beziehung an der Oberfläche dahin und man verhungert emotional am ausgestreckten Arm eines solchen Partners. Wenn zwei von dieser Sorte zusammenkommen, gibt es oft ganz passable Partnerschaften. Es sind zwei charmante, nette, oberflächliche Menschen, die man liebend gerne bei Partys dabei hat. Schwierig wird es für Kinder, die eben auch am ausgestreckten Arm emotional verhungern, wenn sie den Umgang mit den eigenen Emotionen lernen möchten. Oder auch, wenn einer der Partner in eine Lebenskrise kommt und sich plötzlich mit seinen Emotionen auseinandersetzen muss, weil sie einfach zu stark werden. Diese Menschen dahingehend zu missionieren, dass sie sich ihren eigenen Gefühlen öffnen, ist schier unmöglich und in der Partnerschaft ein sehr frustrierendes Unterfangen. Wiederum mit dem Effekt, damit es nochmals gesagt ist, man verhungert emotional, trotz aller Freundlichkeit und Nettigkeit. Wenn allerdings der gutartige Narzisst selbst irgendwann findet, dass es jetzt an der Zeit ist, sich selbst zu erkennen, sich seinen Gefühlen anzunähern, die eigenen Tiefen auszuloten, hat er sehr gute Chancen, dass ihm dies auch gelingt. Aber ihn dazu zu zwingen, wäre übergriffig und treibt ihn, da er sich nun unter Druck gesetzt fühlt, eher in die andere Richtung. Herzlichen Dank wiederum fürs Zuhören und bis bald.